Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Tomodachis, zu Forbidden Clicker Party. Ja, ich brauche noch ein kleines Video für Silvester und ich dachte mir, ich gucke hier mal rein. Allerdings ist jetzt hier gerade keine Musik, deshalb weiß ich nicht, wie es gleich sein wird. Kann sein, dass uns gleich das Hirn weggeschallert wird, wenn wir jetzt hier gleich auf Normalmodus starten gehen. Ich habe keine Ahnung, ich würde sagen. Wir probieren es einfach mal aus. Wir haben auch nur den normalen Modus. Okay, Lautstärke soweit so gut. Muss ich da draufklicken? Oder macht er das alles automatisch? Okay, der macht irgendwie alles automatisch. Aber ich kann irgendwie mithelfen. Alles klar. Okay, da oben ist seine Energie. Ich kann aber mithelfen. Okay, indem ich draufklicke, kann ich mithelfen. Das Spiel, wie man sieht, ist natürlich sehr inspiriert von diesem alten Cartoon-Style und zuletzt, ja, ich sag mal von natürlich Cuphead, weshalb ich natürlich auch mein Augenmerk drauf geworfen habe tatsächlich, weil ich diesen Artstil sehr mag. Ja, was soll ich sagen? Einerseits natürlich verständlich, wenn etwas erfolgreich ist, dass andere sich daran orientieren, das ist ja ganz normal. Andererseits aber auch teilweise ein bisschen dreist. Ich finde, bis dato, das kann sich ja noch ändern, dass Cuphead auf jeden Fall liebevoller gestaltet ist als das hier. Okay, wir müssen gegen die Pineapple kämpfen. Und klickern ist echt hardcore. Okay. Zack. Prügeln. Draufhauen, draufprügeln. Ha ja! Wir sind ein Lausbub, sind wir. Frage, können wir da hinten auch was anklickern? Nö. Hinweis: Ich lasse ihn einfach mal kämpfen in der Hoffnung, dass er nicht verreckt, um mir mal anzugucken, was hier überhaupt auf dem Bildschirm abgeht. Okay. 1K, 40, total, Team DPS, Klickerschaden, okay. Erreiche Level 51 für einen neuen Bereich, alles klar. Da ist der Level anscheinend. Ne, das ist der Level. Okay. Autofortschritt kann man wegmachen oder was? Was passiert, wenn wir draufklicken? Keine Ahnung. Taverne, das Team, Settings. Okay, bei Settings brauchen wir nicht so viel machen. Taverne. Okay, Rudolf. Ich habe meinen alten Meister gegessen. Oh, hi, Doggy. Erreiche Level 5. Okay, dann können wir den als Verstärkung dazu rufen, oder wie habe ich das? Erreiche Level 20 haben wir noch nicht. Back. Ist denn der Hund dabei? Wo ist denn der Hund? Kann man irgendwie die Charaktere wechseln? Ich hoffe ja, der verreckt nicht. Okay, da können wir nichts machen. Was ist Dudes? Aha. Ja, wie geht denn das? Oh. Jetzt bin ich wohl gestorben. Okay, was passiert jetzt? Okay, ich kann den da oben mit ins Team reinziehen. Aha. Okay, und dann kann ich back und. Ah, so funktioniert das. Allerdings, wo ist denn jetzt die Anzeige von dem anderen Dude? Okay. Ah, da. Ja, lassen wir den alten Bernhardiner mal mitleveln, wa? Und versuchen Level 20 zu erreichen. Und man muss wirklich einfach nur draufklickern. Das ist sehr aufregend. Das ist wirklich sehr aufregend. Aber ich spiele das jetzt einfach mal eine Weile und wir gucken einfach mal, ob das halt Spaß macht. Bis dato muss ich sagen, es trainiert mein Finger und das bin ich nicht gewohnt, so hardcore-mäßig oft zu klicken. Ananas. Mach die Ananas. Hahaha. Okay, der Doggo ist gleich platt, glaube ich. Wenn wir hier nicht weiter mithelfen, drauf zu klickern. So. Na, wer wird denn hier gleich? Ich supporte mal den Hund, weil der doch noch ein bisschen schwächer ist. Na? Okay. Ich muss gerade sagen, ich habe noch nie, oder zumindest nicht, dass es mir bewusst wäre, einen Klicker gespielt. Und ich verstehe bis dato die Faszination daran nicht. Ich meine, es ist natürlich in erster Linie wahrscheinlich auch ein Zeitvertreib, aber dann würde ich sagen, kann man doch besser normale Spiele spielen, oder? Ich meine, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Vielleicht liege ich da auch komplett falsch. So. Boah, ich muss mal den Finger wechseln, mit dem ich klicke. Vom Zeige zum Mittelfinger und wieder zurück. Das geht echt auf den Finger. Holy shit. Holy moly.
Ich finde tatsächlich die Gegner, ja, wir werden ja anscheinend neue Bereiche kriegen und so, aber ich finde die Gegner bis dato echt langweilig, tatsächlich. Und irgendwie auch ein bisschen lieblos gestaltet. Wie gesagt, gerade wenn man das mit Cuphead vergleicht. Wobei der Vergleich natürlich auch schwebt, ne? Man bedient sich halt an diesen alten Cartoon-Stil. Aber ansonsten haben die Spiele ja nicht viel gemein miteinander. Das eine... Wieso kann ich... Warum kann ich nicht mehr klickern? Habe ich keine Klickerkräfte mehr? Wo sehe ich denn meine Klickerkräfte? Irgendwie habe ich das noch nicht so ganz gepeilt. Klickerschaden ist 10, ja, das sieht man ja auch, dass ich 10er Schaden mache. Jetzt kann ich auf jeden Fall wieder klickern. Ah, komm, haut doch hier drauf. So, so machen wir sie. Fertig. Okay, Taverne. Jetzt können wir uns die nette Hexe holen. Dann machen wir das doch mal. Okay. Smurf Eater Karl. Okay, der Schlumpffresser. Den will ich haben. Den will ich haben. Okay, okay. Boah, man kann nicht mal richtig scrollen, oder verstehe ich da? Ah, so soll man scrollen. Alles klar. Okay, back. So, warte mal. In der Hoffnung, dass die jetzt hier nicht verrecken. Können wir die Hexe reinziehen mit ins Team? Ja, können wir. So, das heißt, wir haben mehr Manpower, um quasi drauf zu prügeln. Würde ich sagen, machen wir das doch mal. Okay. Wozu ist das? Das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Level, ja. Ja, okay. Aber was ist denn mit Bereich wechseln und so? Okay. Click Damage. So, machen wir 16er Damage. Einfach mal erhöht. Einfach mal gegönnt. Die Katze ist so geil. Guckt euch das mal an. Ich muss gestehen, ich habe mir das noch gar nicht so genau angeguckt. Im Detail, weil ich halt selber die ganze Zeit klicker. Aber die Charaktere an sich sind ja schon okay. Wie gesagt, ich finde bis dato allerdings, bei Cuphead ist das Ganze irgendwie liebevoller gestaltet. Aber das heißt ja gar nichts. Okay. Hinweis. Erreiche Level 51 für einen neuen Bereich. Okay. Bis dato sehen die Bereiche alle gleich aus, aber irgendwie, ja, wahrscheinlich habe ich einfach nur hier wieder nicht drauf geachtet und da stand die ganze Zeit was und ich habe das einfach nur hier mit verwechselt, beziehungsweise mit den Charakteren. Kann sein, I don't know. Okay, da können wir aber nichts beeinflussen, oder wie habe ich das? Aha, okay. Irgendwie kann ich den... die Attacke erhöhen. Auf Kosten von den Dingern. Damage erhöhen. So. Muss mich mal ein bisschen anders hinsetzen auf meinem Stuhl hier. Ah. So. Ab welchem Level konnten wir uns nochmal den Schlumpffresser holen? Ab 30? Oder höher? Warte mal. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte in der Taverne Leute anheuern und so. Oh, wow. Level 50, Brosi. Okay, da müsste aber noch einiges klickern, um das zu erreichen. Und wie gesagt, bis dato eigentlich schade, dass wir eigentlich immer nur in diesem Fenster bleiben. Ich finde, es wäre echt cooler. Oh, ein Charakter von uns ist down. Es wäre auf jeden Fall cooler, wenn man irgendwie halt auch mal, ja, den Hintergrund wechseln würde. Wird wahrscheinlich noch passieren, denke ich. Aber dennoch, irgendwie lame bis dato. Man hätte ja zum Beispiel hier so eine kleine Wave machen können und dann wechseln die. So, was bietet uns der Shop? Okay. Müde von derselben Geschwindigkeit. Versuche es zu multiplizieren. Geschwindigkeit, okay. Eichelduplikator, ja. Autoklicker. Jo, für ab bestimmten Levels. Okay, Level 30 haben wir. Machen wir einfach mal. Scheißegal. Machen wir einfach mal. Back. Oh, und da ist gerade schon wieder unser Charakter down gewesen. Wir müssen hier schon kräftig mitklickern. Ja, rauf da auf die Masse. Ja, komm. Mach sie platt, mach sie fertig. Mach sie weg. Oh, jetzt kann ich nicht mehr klickern. Jetzt wieder. Jetzt kann ich wieder klickern. Ich muss
muss gestehen, ich verstehe nicht so ganz, wonach das geht. Was heißt Warp-Geschwindigkeit, wenn wir das anklicken? Okay, dann passiert grundsätzlich alles schneller. Sehe ich richtig? Sehe ich richtig. Okay, egal, machen wir mal lustig mit. Obwohl, das ist vielleicht nicht so schlau, wenn ich sehe, dass der eine Charakter schon wieder down ist. Machen wir mal lieber Warp-Geschwindigkeit wieder raus. Aber ich will den Schlumpffresser freischalten, Herrgott, nur eins. Und ich will selber mehr Schaden machen können. Ich komme mir so schwach vor. Ja, wobei, die machen, was machen die an Schaden? 30, 20 oder irgendwie sowas? Okay, die Gegner werden immer mehr, man muss immer mehr klickern. So weit, so gut, aber ich bin immer noch der Meinung, dass es irgendwie lame ist auf Dauer. Dass der Hintergrund einfach nicht sich ändert. Dass wir echt Level 51 brauchen, damit sich hier was tut. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Okay, da ist sie wieder, unsere Hexe. Dafür ist der andere Kollege wieder weg. Und wir würden gnadenlos verkacken, wenn wir jetzt nicht mittlerweile mehrere Mitglieder in der Party hätten hier. Boah, Alter, der Finger wird echt lahm vom Klicken. Respekt an jeden. Ich muss mal eben meine Finger ausschütteln, ey. Der diese Clicker-Games anscheinend liebt und irgendwie für sich suchtet. Das ist hart. Ich merke das gerade. Okay, okay. Klickern wir sie tot. Oh, oh. Nur noch ein Charakter über. Und der macht echt einen slowen Angriff. Weg mit dir. Gott, oh Gott, Alter. Kann man mit links klickern? Ah, ja, aber ich bin kein Linkshänder. Aber ich probiere es gerade aus, meine lieben Homodachis. Hm. Ja, geil, Alter. Ein Charakter, der ist gleich down. Okay. Wo fangen wir an, wenn das ganze Team verschissen hat? Wieder bei Level 1. What? What? Ist deren Ernst? Okay, das nimmt mir so ein bisschen den Spaß. Ich meine, ja, die Level, man klickert sich da jetzt anscheinend schneller hoch, wie man sieht. Aber irgendwie suckt das. Ja komm, machen wir mal Warp-Geschwindigkeit, um schneller wieder in den Level hochzukommen. Oder können wir das selber... Doch, wir können das selber beeinflussen. Ja, dann klicke ich mich so weit hoch, wie ich mich hochklickern kann. Okay. In der Hoffnung, dass wir das überleben. Allerdings kann man wahrscheinlich auf den unteren Leveln immer wieder Punkte sammeln, um sich irgendwelche Sachen zu holen. Okay, so verkackt man aber auch extrem schnell. Gut zu wissen. Machen wir mal Warp-Geschwindigkeit wieder raus. Obwohl, am Anfang ist es eventuell egal. Wir probieren das halt einfach mal. Ich will auch einfach nur auf Level 50 kommen, damit ich mir den Schlumpffresser wenigstens holen kann. So. Warte mal, nehmen wir das mal kurz raus. Ich habe eine Frage. Level 40. Also, Level 40 in der Anzeige wahrscheinlich. Alles klar, weg. Taverne. Level 50, okay, ja. 20k haben wir, 5k wird der Bruder kosten, zurück. Dudes, was ich wissen will ist... Naja, das geht nicht, das wollte ich wissen. Okay, hier sehen wir schon mal Silhouetten, was man noch so kriegen kann. Das sieht aus wie ein Hase oder sowas. Eine Katze oder sowas. Ein Drache oder sowas. Warte mal, warte mal, warte mal. Ha, sollen da vielleicht noch welche per DLC oder so nachgeliefert werden? I don't know. Machen wir den mal ein bisschen zäher hier, den Bruder. Den auch. Die auch. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Ich probiere hier halt auch gerade nur rum. Und ich würde halt auch gerne meinen eigenen Schaden hier mal wieder höher boosten. Alle mal irgendwie so um den 300er Bereich hochpushen. So. Ja komm, Angriff, ballern wir auch hoch. Wir haben's ja, hey. Sie auch auf 300, haben wir noch 13k. Ich kann meinen eigenen Angriff auch erhöhen. So.
Vielleicht kommen wir so besser voran. Also bis dato, muss ich sagen, bin ich noch nicht so fasziniert. Aber das kann ja noch kommen. Vielleicht sag ich ja nach dieser Aufnahme, hey, Klicker sind voll mein Ding. Aber im Moment kann ich mir das noch nicht vorstellen. Ich finde das echt anstrengend sogar. Also, weil ich halt selber hier die ganze Zeit aktiv auch wirklich mitklicker. So. Da ist unsere Kohle. Ich würde sagen, wir ballern hier mal Angriff rein, hier mal Angriff rein, hier mal Angriff rein. Ach komm, bringen wir das auch mal auf 400 irgendwas. So, 7k. Heißt, wir hätten sogar noch genug für unseren Schlumpffresser. Ich push mich auch hoch. Nein, doch, ich kann mich hochpushen. Okay, 5k. Das heißt, ich habe selber noch genug für den Schlumpffresser über. 6k. So. Hau drauf! Hau drauf hier! Wäre immer noch schön, wenn sich mal der Hintergrund ändern würde. Auch wenn ich mich da wiederhole, aber irgendwie... So. Hey, komm her, du alte geile Matschpflaume, du. Und da ist sie wieder, die böse, fiese Ananas. Ananas. Leute, macht die Ananas. Ich baller jetzt hier den Angriff gnadenlos hoch, hier. Schön auf 600 bringen, was soll der Geiz? Ich weiß, wir haben nicht genug für den Smurf-Fresser, aber ist erstmal egal, weil wir kriegen anscheinend auch schnell Kohle. Plus, es bringt mir nichts, wenn wir die ganze Zeit verkacken. Das hat ja auch keinen Nährwert, darum würde ich sagen, können wir da ruhig mal ein bisschen Kohle investieren. Gell? So, so, 2k, scheißegal, wir müssen erstmal vorankommen. Sonst hat das alles hier eh keinen Nährwert. So. Ihr kleinen, dreckigen, ekelhaften Gemüse- und Obstdudes. Wir machen aus euch Juice. So, hier, 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 hier. 5k haben wir wieder. Bisschen die Angriff hochtreiben, kein Problem. Oh no, wir sind broke as fuck. Egal, vielleicht war es das wert, wir werden es gleich herausfinden. So, 1k haben wir wieder. Direkt investieren, scheißegal. So mache ich das jetzt halt einfach mal. Okay, okay. Ah, ich glaube, das Ziel des Spiels ist, seine Kollegen so weit hochzutreiben, dass man selber vielleicht nicht mehr so stark klickern muss. Wobei das natürlich auch was hat, aktiv mitzuhelfen. Hä? Nee, ich will meins auch erhöhen. Okay, warte mal, wir sind auf Level 40, ne? 2k kostet der Spaß. Aber wir können es nicht kaufen. Ja, mach zu. So. Ja, ich weiß, man kann auch, warte mal, habe ich gerade gesehen, man kann hier auch backklicken. Click and drag. Ach so, das ist nur das, alles klar. Kaufen. Ja, I don't know, wofür das jetzt so genau gut sein soll, aber hey. So, hau drauf. 4k haben wir. Okay, Taverne. So. Ich will haben. 5k. Ja, 1k fehlt uns. Kein Problem. Sollten wir gleich haben. Da haben wir. Und jetzt können wir uns den Schlumpffresser immer noch nicht holen. Erreiche Level 50. Franke, du kannst nicht lesen. Ja, richtig. Mensch. Und ich habe das die ganzen Jahre nicht bemerkt. Naja, eigentlich doch. Erreiche Level 50. Ja, gut. Dann erreichen wir halt Level 50. In der Zeit würde ich aber mal sagen, pushen wir mal brutal hoch hier, was man hochpushen kann. So. Einfach, damit wir nicht wieder so schnell verrecken. So, jetzt sammeln wir für den Schlumpffresser. So, und ab 51, neuer Bereich. Da bin ich mal gespannt. Heißt neuer Bereich wirklich neuer Bereich? Und heißt neuer Bereich auch neue Gegner, oder... Bleibt es dabei. Wir werden sehen. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich weiß es nämlich selbst nicht. So, 4k haben wir. 5k brauchen wir. Und Level 50. So. Ja, ich weiß, aber... So, ist egal. Wir sparen.
Ich will selber auch aktiv hier mitmischen und gut Schaden machen. So. Und drauf da. 2k haben wir wieder. Kann man das immer noch erhöhen? Ja, kann man. Okay. Obwohl ich jetzt erstmal natürlich die HP gleich hochboosten sollte. So. What? Neuer Gegner? Die fiese, miese Zitrone? Ich investiere. Ich muss mehr Schaden machen. Boah, der haut ganz schön rein, der Bruder. Wo wir beim Thema sind. Ich sollte die HP erhöhen. Oh, oh. Komm, mach sie weg, die Zitrone. Olli, warum trägt das Ding ein blaues Cape? Weiß die Zitrone wahrscheinlich selber nicht. Okay, Level 50. Oh, oh, neue Location. Oh, Tatsache. Oh, und neue Gegner. Hm. Das ist angenehm. Aber das sehen wir jetzt, wer weiß wie lange. So. Aber, Dudes. Jetzt, nee, das sind die Dudes. Ich hab's gerade verwechselt. Taverne. Zack. Oh, Junge. Ewiger Krieger. Der sieht irgendwie creepy aus. Okay. Dudes. Den Schlumpffresser Level 1, der uns wahrscheinlich gar nichts bringt. Den wir erstmal hochpushen müssen. Der wird auf jeden Fall schnell verrecken. Aber der sieht lustig aus, der Bruder. Mal, wobei ich immer noch sagen muss, man bedient sich halt an diesen alten Cartoon-Stil hier. Aber ich finde den teilweise dafür echt lieblos, weil man hätte irgendwie mehr aus den Charakteren noch rausholen können. Man hätte die echt noch, also allesamt, liebevoller gestalten können, wie ich persönlich finde. Aber ja, das hat Cuphead halt leider Gottes auch extrem gut und perfekt gemacht. Muss man ja sagen, wie es ist. Ich muss mal kurz bei der Tabelle nachgucken. Okay, Level 51, kein Problem, 5k. Okay, das heißt, den könnten wir uns sogar bald schon holen, theoretisch. So. Okay, worin investiere ich jetzt? Erstmal seinen Angriff hier hochzutreiben. Aber du willst doch auf HP gehen. Jaha. Ist ja gut. Aber Angriff ist auch nicht unwichtig, wie ihr merkt. So. Weil die Jungs und Mädels hier, die müssen ja auch austeilen können. 5k haben wir. So, in der Taverne können wir uns den Bruder holen. Die Frage ist, holen oder erst noch warten? Ich würde sagen, wir warten erst noch. Und ich würde sagen, ich treibe mal so ein bisschen. Genau deswegen, weil gerade ist schon eine von unseren Kameradinnen gestorben hier. Deswegen treiben wir erstmal jetzt die HP gleich hoch, bevor wir uns einen neuen Charakter holen. Den Bernardiner würde ich aber gegebenenfalls als nächstes austauschen. Aber das ist unfair, warum den Bernardiner? Ja, warum nicht? Beethoven hat ausgedient. Boah, die sind gar nicht mal schlecht, die Gebrüder. Okay, in wen man reinpusht, ist ja eigentlich egal. Boah, man klickt sich wirklich tot, ey. Das Feuer im Hintergrund ist mies. Mit seiner Fratze. So. Hau drauf. Ja, hier, komm, ein bisschen schlagfertig machen den Bruder. Eventuell uns auch mal ein bisschen hocharbeiten. Okay, okay. Hey, hey, hey. Nehmt ihr das? Ihr Mieslinge. Ihr miesen, dreckigen Nussknacker-Soldaten. Hier. Vor allem diese Mini-Dinger hier, diese Mini-Nussknacker oder Zwerge oder was auch immer das sein sollen. So. Okay. Ich würde sagen, erstmal hier so auf 1k bringen. Und dann als nächstes halt wirklich auf die HP gehen. So. Ja, ich weiß, meine lieben Tomodachis, ihr wollt auch sehen, wie ich diesen creepy Dude da kaufe in der Taverne, aber das muss jetzt halt auch mal so gehen, ne? So. Eben kurz im Shop gucken, was ist das nächste? Autoklicker. Level 50 und 10k. Hm. Das heißt sparen. Ich will aber gerade nicht sparen. Ich will gerade eher Fortschritt haben und vorankommen, was vielleicht dumm ist. Level 78, okay? Ihr fresst. Fresst Attacken. Okay. Erstmal ihn jetzt hochpushen. Bei wem wir hochpushen, ist ja wurscht. Vor allem, wie schnell die im Level steigen. Ne? Er ist jetzt auch schon Level 24, hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte halt am Anfang gedacht, okay, der wird halt relativ sehr oft häufig sterben. Gerade weil der vorhin noch ein Level 1er war. Aber dem ist wohl nicht so. Okay, der okay.
wie aufregend. Ich weiß auch gar nicht so richtig, was ich hier kommentieren soll, ehrlich gesagt, bei diesem Klickerspiel. Außer das, was ich die ganze Zeit mache. Ich laber ja irgendwas, aber ich glaube, das ist nicht unterhaltsam. Aber dennoch, ja, freue ich mich über jeden, der hier reinguckt und sich vielleicht denkt, naja, der Prank ist so ein guter, da guckt man nochmal bei etwas zu, was nicht ganz so interessant ist. Und auch bei den interessanten Sachen ist es bei Pranke nicht interessant, darum gucken wir da erst recht rein, hey. So. So. 8K haben wir, Shop. Ja, aber da brauchen wir 10K für Angriffsboost. Dudes bekommen einen Angriffsboost. Ich würde erstmal das hier, wenn überhaupt, nehmen. Taverne. Ja, komm, holen wir uns den jetzt mal. Okay, Wolfson. Huffin and Puffin haben mich verlassen. Aha. Okay. Das heißt, ich gehe jetzt auf Dudes. Und ich würde sagen, den nehmen wir mal raus aus dem Rennen. Und tun den rein. Nein! Was ist das denn für ein Blödsinn? Den Hund will ich raus haben. Der soll schon drin bleiben. Ah, ist das dämlich. Okay, so ist aber richtig. Okay. Egal. So. Boah, Junge, wie sieht es den mal an, wie der aussieht? Okay. Okay, 1K und 1K. Die Frage ist, geht's wirklich nicht höher? Ist das das höchste der Gefühle? Oh, oh. Oh! Oh, Junge, Junge, Junge. Oh, da ist ja noch einer! Den hat man gar nicht gesehen. Oh, zwei waren sogar. Die hat man gar nicht gesehen, irgendwie. Die haben sich so mies zwischen den Beinen versteckt. Wie ein kleiner Pullermann. Okay. Erstmal hier ein bisschen was reinpumpen an HP und so. Die Hex ist wieder down. Da kommt der Smurf-Verschlinger. Oh boy, ey. Hä, wieso bekriegen die sich gegenseitig? Was habe ich denn jetzt verpasst? Wahrscheinlich täuscht das nur. Boah, Junge, wie fies dieser komische Hase da ist, ey. Oder Eule? Was ist das? Dass er gerade aus dem fliegen kann. Was soll das denn sein, ey? Sieht für mich aus wie so ein Oswald-Hase. So. Erstmal schön HP reinpumpen und dann gleich noch Angriff. So. Es ist einfach nur ein reines Geschnetzel. Da ist wieder so ein Bonbon-Candy-Gegner. Ich finde, selbst in diesen einzelnen Etappen, meiner Meinung nach, könnte man da eine schönere Gegnervielfalt reinmachen. Weil auf Dauer ist das langweilig. Immer denselben Hintergrund, die ganze Zeit dieselben Gegner. Und man klickt sich tot. Ich muss mal kurz meine Hände ausschütteln. Kann man da überhaupt noch was investieren? Ich weiß es nicht. Aber wir können auf jeden Fall unsere Attack noch hochpushen. So. Haut doch einfach drauf. Haut doch einfach drauf. Haut doch einfach drauf. La 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 la. Level 91 finde ich wunderbar. So. Ja, erstmal jetzt auf Attack gehen. Und danach HP voll pushen. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß immer noch nicht genau, woran das liegt. Wo sehe ich denn, wie viele Klicks ich machen darf? Irgendwie raff ich das nicht so ganz, glaube ich. Weil manchmal habe ich das Gefühl, ich klicke zwar, aber es passiert halt einfach nichts. Alternativ ist das ein Bug, aber ich glaube, das soll so sein, dass ich manchmal einfach nicht mehr klickern kann. So. Okay, jetzt sammeln wir erstmal Kohle, würde ich behaupten. Weil alles auf 1K, ich glaube, mehr geht auch gar nicht. Weiß ich aber auch nicht genau. Erstmal hier mich wieder ein bisschen pushen. Aber du wolltest auch Geld sparen. Ja, ich weiß so. Bloß, es bringt nichts, wenn ich halt kaum selber Damage und so mache, weil ihr merkt es, es werden immer mehr Gegner. Und zwischendurch verkacken unsere Kollegen da oben ganz schön.
indem die einfach mal zwischenzeitlich aus dem Rennen genommen werden. Boah, und es sind immer mehr Gegner und immer mehr Gegner und immer mehr Gegner. Was haben wir im Shop freigeschaltet? Angriffsboost, okay. Sonst noch irgendwas? Nö, ne? Ich überlege gerade, ob wir uns das einfach mal gönnen. Ja, komm. Was soll der Geiz? So, back. Gönnen wir uns das einfach mal. Hey, was soll der Geiz? So, jetzt für mich wieder ein bisschen Power dazu holen. Die Hexe ist auch relativ off-down. Kann das sein? Ich glaube ja. Immer mehr Gegner, ey. Level 98. Und ich frage mich, ob wir jemals noch irgendwie einen anderen Hintergrund sehen werden oder ob man jetzt hier klickert, bis irgendwie alle down sind und einfach immer mehr Gegner irgendwann kommen. So. Wieder einmal die Hände ausschütteln. Man mag gar nicht glauben, wie krass das ist, wenn man die ganze Zeit klickert. Also die ganze Zeit immer wieder auf die Gegner klickert. So. Klickerschaden erhöht. Zack. Ja. Oh, Herr Ratterich. Der Red King. Ja, komm her, Red King. Haut doch drauf. Oh, zwei Leute sind down. Die Hexe und der Krieger vom Anfang. Haut drauf auf den Rattenkönig. Level 100. Wir wollen nicht verkacken. Macht ihn platt. Oh, no. Komm. Den müssen wir plätten. Der Rest ist okay. Bloß jetzt nicht alle sterben. Uhuhu. So, die normalen Fußsoldaten können jetzt aber auch noch gefährlich werden. Alter Finne. Da wurden wir aber gerade ganz schön auseinandergenommen. Okay. Eben kurz weghauen, die Brüder hier. Zack. Okay, neuer Bereich. Alles klar. Oh boy. Ja, guck mal, der hat Flügel. Was ist das? Vor allem, wer ist er da hinten im Hintergrund? Erstmal hier alles angucken. Okay, Shop. Ja, kaufen wir mal. Was auch immer das so ganz genau bringt. I don't know. Da oben der Clown auch schön. Aber alles in allem, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, verhältnismäßig liebloser, als man es hätte machen können. Auch wenn das wirklich nur so ein Clicker-Game ist. Aber ich finde, man hätte da doch noch einen Ticken mehr Liebe reinstecken können. Jetzt mögen mir viele widersprechen oder sagen, ja, Pranke, mach doch selber so ein Spiel und mach es besser. Da habt ihr auch wohl recht, aber ich weiß noch nicht so genau, was ich sagen soll. Ich finde, das sieht halt ja, ziemlich schnell ineinander geschustert aus, gerade wenn man bedenkt, wie halt ein Cuphead aussieht und wenn man weiß, was da so für Energie dahinter steckt. Oh, guckt euch mal an, ein Schweinchen. Autoklicker heißt was? Okay, so ganz habe ich das jetzt gerade nicht gerafft, egal. Machen wir erstmal das fette Schwein hier platt. So. Vor allem, was sollen diese Teufel-Dudes? Aber die Mucke. Die ist ganz okay hier, in diesem Abschnitt. Aber auch da finde ich, so, man hätte dann auch noch ein bisschen was am Soundtrack machen können. Weil bis jetzt hat mich da noch nicht so aus den Socken gehauen, dass ich sage, boah, geiler Soundtrack. Versteht ihr, was ich meine? Taverne. Ja, komm, holen wir uns Wolfson. Alleine schon, um zu gucken, wer als nächstes kommt. Figaro. Nach dem Fallout. Katzen werden die Welt beherrschen. Aha, nach dem Fallout werden Katzen die Welt beherrschen. Sehr schön. Das freut mich natürlich. Da unten der Autoklicker lädt sich irgendwie wieder auf, oder was? Wobei ich, wie gesagt, auch nicht so ganz checke. Wie, Dudes? Was, Dudes? Ach so, ja, weil wir jetzt den Wolf haben, aber den finde ich jetzt nicht so interessant, dass ich den ins Team nehmen würde. Ich würde aber gerne mal eine Sache ausprobieren gleich. Und zwar, kann man die auch rausziehen? Nee. Okay, Charaktere haben wir aber auch fast alle dann quasi. Vielleicht würde ich in dieser Aufnahme, ich weiß selber gerade nicht, wie lange ich das spiele. Wie gesagt, das geht ganz schön auf die Finger. Vielleicht würde ich schon gucken, dass wir alle Charaktere freischalten, eventuell. Einfach, um die alle gezeigt zu haben. Jetzt nimmt die Musik aber einen Pfad auf hier. Oh. Schläge des Todes. Und ich peile immer noch nicht den Charakter.
Warte mal, kann man bei Dudes irgendwie deren Text nochmal sehen? Alle deine Dudes. Okay, egal. So. Wieder das olle Schwein und man kommt nicht dran, weil davor die ganzen anderen komischen, hässlichen Kack-Charaktere sind. So, draufhauen, draufklicken. Macht das Schwein fertig. Ich wollte gerade sagen, es sieht eher so aus, als wenn das Schwein uns fertig macht. Können wir da überhaupt noch was pushen? Ja, kann man. Wie man sieht, ist das gerade gestiegen. Ja, hau doch drauf. Level 121, ey. Wie viele Levels gibt's hier wohl? Müssen theoretisch noch eine Menge Level sein, weil wir ja doch einiges an Charakteren auch noch freischalten können. Und einmal wieder die Hände schütteln. Boah, das ist... Wie gesagt, den Autoklicker, den peile ich nicht so ganz. Okay, Attack. Die Frage ist, bleibt das oder ist das nur von kurzer Weile? Wir können uns auch erhöhen. Okay, machen wir das mal. Damit wir auch vernünftig die Jungs und Mädels hier unterstützen können. Bei diesen deftigen Schlägereien. Also alles in allem muss ich bis dato sagen, ich wollte es halt mal ausprobieren. Meins ist es tatsächlich nicht, glaube ich. Wenn ich jetzt schon bedenke, dass ich jetzt schon teilweise, ja, eine sehr überforderte Hand habe und ich das Ganze irgendwie langweilig finde, weil nicht wirklich viel passiert, außer dass man selber seine Finger kaputt klickt und ansonsten irgendwie sehr repetitive Hintergründe und so hat die ganze Zeit oder eine lange Zeit und das alles dann doch nicht so lieblos ist, ist das nicht so ganz meins irgendwie. So. Pushen wir da mal ein bisschen rein, da mal ein bisschen rein. Hier noch ein bisschen rein. Und hier bei dem noch ein bisschen rein. Ein bisschen erhöhen das Ganze. So. Wo sehen wir denn die Health-Dings? Da. Okay. Der nächste Bereichwechsel kommt wahrscheinlich bei Level 151 oder so, ne? Schätze ich. Weil das waren ja jetzt irgendwie immer 50er Abschnitte, so ungefähr. Boah, geht das auf die Finger, ey. Bisschen Angriff reinpushen. Und auf das Schwein. Was mal wieder der Endboss ist. Toll, da war's das mit ihm. Oh, und wir sind gestorben. Das ist natürlich angenehm. Das heißt, wir fangen wieder komplett am Anfang an. Ne, hier fangen wir wieder an. Okay, what the fuck, Alter. Vor allem, weil das halt wirklich hart auf die Finger geht. Okay, die Angriffe und so, die man gekauft hat, die bleiben aber. Und ich glaube, das ist sinnvoll, dass man immer zurückversetzt wird, damit man halt Geld sammelt, damit man sich halt klickermäßig da weiter hochpushen kann. Ich lasse die jetzt einfach mal im Hintergrund machen. Shop. Angriff um 10%. Okay, Eichel Drops werden um 10% erhöht. Aber erst bei Level 150, das kommt bei Level 100, okay. Ja, hier gibt es noch so ein paar Sachen, die man kaufen kann, okay. So, die Frage ist, 100, was? 100 fucking K? Okay, wow. 100 K finde ich aber heftig, ey. Oh, was ist das da oben? Ich weiß immer noch nicht, was der Autoklicker bringen soll, ehrlich gesagt. Der jetzt wieder vollgeladen ist. Ich glaube, ich weiß es. Ah ja, tatsächlich, okay.
Das heißt, Autoklicker, man geht dann nur noch drüber. Das habe ich vorhin nicht gerafft. Man geht halt mehrmals drüber und kann so viele Gegner wegräumen für eine kurze Zeit, ohne dass man selber wirklich klickern muss. Okay, das ist für zwischendurch mal ganz angenehm. Oma, aber ihr habt gesehen, es hält halt auch nicht lange, um mal minimal seinen Finger zu schonen. Gut, ja, nun. Wir können jetzt natürlich vorspulen. Und ich weiß immer noch nicht, was das hier soll. Okay. 1K Angriff, 3K Attack. So, ich pumpe jetzt einfach rein, in der Hoffnung, dass das wirklich was bringt. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber ja, probieren kann man es ja, ne? So. Hau drauf, hau drauf! So. So. Immer schön Geld investen in die Krieger, damit wir irgendwann auch mal weiterkommen hier. Oh, mich würde wirklich eure Meinung dazu interessieren, was ihr dazu sagt. Ich muss wirklich sagen, ich finde das bis dato langweilig. Mir persönlich gibt das nichts. Aber irgendwie bleibt man trotzdem dran. Weil irgendwie erhoffe ich mir irgendwie, dass da irgendwie dann doch noch irgendwas Cooles kommt. Und irgendwie will ich die Charaktere auch alle sehen. Aber ich glaube, das ist für mich jetzt kein Langzeitmotivator tatsächlich. Das ist jetzt kein Spiel, was ich tatsächlich so privat anmachen würde, wo ich mir so denke, oh, jetzt ein bisschen Zeit vertreiben, Mensch, du. Mit diesem Cartoon-Clicker-Game. Oder, keine Ahnung, vielleicht trainiert das ja auch irgendwie die Handmuskulatur oder so, ich weiß es nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. So. Ah, man kann alles nochmal ein bisschen hochpushen, wie man sieht. Und ja, ich weiß nicht, warum ich gerade hier rumgeklickert hatte bei ihm. So, erhöhen. Erhöhen. Erstmal schön hochpushen, die Jungs und Mädels hier. Boah, der Autoklicker lädt auch viel zu langsam hoch, aber der hat halt an sich einen guten Eindruck gemacht. Boah, jetzt kommt wieder dieser Rattenkönig. Hau drauf, hau drauf. Mach den platt, den alten Rattenfratz. Hau doch drauf, was das Zeug hält. Lalalala. So, und jetzt kommen wir wieder zu diesem Bereich. Oh, ich muss mir eben mal wieder die Hand ausschütteln. Ganz wilde Sache. 3K. Na. Ja, ich weiß, Leben erhöhen und so, aber ich versuche gerade erstmal irgendwie die Stärke auszubauen der Charaktere. Die reine Hau-drauf-Kraft. So, hier, nimm dies, nimm das. Was bedeutet das? Ist da was an mir vorbeigegangen, glaube ich. So, der Piggy-Boss hier. Big Pat Pig, aha. Big Bad, nicht Pat. Pig. Big Bad Pig, aha. So. Zack. Zack. So. Ah. Kein Geld. So, erstmal ein bisschen Geld sammeln, in der Hoffnung, dass wir überleben. Eben muss ich mal wieder meine Hand schütteln. Gott, ey. Mein armer Zeigefinger an der rechten Hand. Okay, das kann man also noch weiter erhöhen, oder was? Hier, nimm dies, nimm das, nimm jenes.
einem guten Tag kriegst du auch meinen Penis. So. Und wieder so ein Schweineboss. Wenn die wenigstens innerhalb dieser Stages die Bosse nochmal ändern würden, irgendwie spezieller. Also, ich rede jetzt nicht von dem End-End-Boss, der kommt wie die Zitrone oder der Rattenkönig, sondern halt ja allgemein einfach nochmal. Autoklicker ist bald voll. Handschütteln, das ist unfassbar. Mir tut so der fucking Zeigefinger weh. Panke, du bist nichts Gutes gewohnt. Ja. In der Hinsicht, was so Klicken angeht, tatsächlich nicht, ne. Bin ich aber auch nicht böse drum. Ich muss nicht die ganze Zeit mit einem Finger wie so ein Idiot klicken. So. 1K, 1K, 1K. Sehr schön. Ein K-Angriff ist doch toll. So, hier, nimm dies, nimm das. Ein K. So, jetzt haben wir alle Angriffe auf ein K, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, wir können uns jetzt um die HP kümmern. Angriff geht da wirklich nicht mehr. Doch, oder? Ja. Weil, wozu kann man sonst irgendwie die Kohle ausgeben, so wie bei dem Charakter? Gott, mir stirbt die Hand ab, ich schwör's euch. Erstmal direkt wieder auf den Piggy-Boss, hier Autoklicker haben wir. So, schnell den Piggy wegmachen und alle anderen, solange wir Autoklicker haben. So, das war's auch schon wieder mit Autoklicker, aber war hilfreich, dennoch. Aber irgendwie sieht man keine großartige Veränderung, ne? Ich glaube, jetzt würde ich auch erstmal Geld sparen. Vielleicht. Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Diese massenhaften Gegner. Okay, wieder mit links klicken. Das sieht gerade sehr lustig aus, wenn ihr das sehen könntet. Ich bin halt kein Linkshänder. Das heißt, ich justiere trotzdem mit der rechten Hand irgendwie die Maus und bewegt die und klickt dann einfach mit der anderen Hand. Das sieht gerade sehr toll aus, glaube ich. So, okay, jetzt wieder mit der normalen Hand weiterklickern. Bisschen Geld spare ich jetzt mal einfach. Junge, 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 Junge. Oh boy. Was können wir uns denn holen? Komm, machen wir das mal. Weil warum nicht? Ein kleiner Boost. Ich weiß gar nicht, was das noch großartig bringt, ehrlich gesagt. Und ja, eigentlich wollte ich auch Geld sparen und so, aber irgendwie... Boah, meine Hand ist schon wieder komplett tot und jetzt kommt der Endboss und wir sind mit zwei Charakteren gerade. Okay, korrigiere einen Charakter. Und wir sterben wieder. Und wir werden gleich wieder sterben. Und das war's. Okay. Und
Mann startet wieder hier. Oh, meine Hand ist einfach nur tot gerade. So, Click Damage kann ich jetzt erhöhen für 3k. Boah, ich chille jetzt einfach mal und guck, was passiert. Ich ruhe jetzt tatsächlich meine Hand aus und guck einfach, was passiert. Das ist gerade das, was ich tue. Mal gucken, ob die überleben, ob die sterben. So, meine lieben Tomodachis, ich nehme jetzt hier was von meinem heimischen Birnesaft. Geil, Prost auf euch auch, weil heute ist ja Silvester, hey! Also, nicht wirklich, aber an dem Tag, an dem ich es raushaue, ist Silvester. Birnensaft. Oh, und ich schon jetzt einfach wirklich stumpf meine Hand. Ist mir gerade so Latte. Ich gucke halt einfach, was passiert und wie lange die überleben. Weil, was soll schon passieren? Die werden sich ja wohl durch die Level 92 Gegner durchnetzeln können, ohne dass ich da großartig mit einwirke. Nehme ich jetzt mal an. Also, zu eurer Info, aber ich glaube, das sieht man auch. Wo ist meine Hand? Ich lege die jetzt hier oben ab. Wie gesagt, ich kommentiere jetzt einfach mal und guck, was passiert. Jetzt kann ich mir das auch mal in Ruhe angucken, ohne dass ich nur rumklicke. Und kann nochmal, ja, die Artworks auf mich wirken lassen, der Charaktere. Und mir die im Detail mal angucken. Zum Beispiel den kleinen hässlichen König da unten, der sich da einen abwirkt an der Hexe. Klingt ein bisschen falsch, aber ja. Okay. So, nebenbei sammle ich schön Kohle. Zwei Charaktere sind down. Aber ich schone gerade meine Hand und das tut gut. Und ja, ansonsten, wenn das Spiel läuft und die so alleine kämpfen, ist das natürlich auch ein netter Bildschirmschoner. Kann man gar nichts zu sagen. Aber ja. Also ich finde, man sieht, die haben sich schon irgendwo Mühe gegeben. Die wollten auch diesen Geist einfangen natürlich. Von diesen alten Cartoons, aber ja, ich weiß nicht, ich finde, man hätte da mehr draus machen können. Aber um mehr draus zu machen, braucht man natürlich auch die richtigen Leute. Und ich sag mal, wenn die diesen Geist nicht geschnuppert haben oder nicht hundertprozentig verstanden haben, dann ist das natürlich auch schwer. Ich will jetzt hier auch gar nicht urteilen und wie gesagt, das Spiel versucht ja jetzt auch nicht irgendwie sowas zu sein wie Cuphead oder was. Es ist ein Clicker-Game. Von daher ist das mehr als in Ordnung und ja, man kann es sich ja auch schön angucken. Und ihr seht, ich mache gar nichts, ich kommentiere gerade nur. Was aber auch, soweit ich weiß, bei Clicker Games normal ist, dass es halt so Strecken gibt, wo man halt auch gar nicht großartig einwirken muss, soll, aber trotzdem kann. Und das Spiel irgendwann halt ganz automatisch läuft. Okay, ob die den Rattenkönig jetzt packen, das weiß ich nicht. Da bin ich mal gespannt, ey. Sieht bis dato gut aus. Sollten sie packen. Oder muss ich mich jetzt kurz einmischen? Nö, ich lasse jetzt einfach mal drauf ankommen, dass die es schaffen. Ja, und sie haben es geschafft. So, Jungs und Mädels, haut drauf. Los, los, ich feuer euch an. Schlumpffresser. Und auch hier werde ich jetzt weiterhin einfach mal gar nichts machen und gucke, was passiert. Weil die Charaktere, die müssen ja auch irgendwie mal langsam in eine Pötte kommen. Die müssen ja auch langsam mal selber irgendwo Fortschritt machen. Auch ohne, dass ich mich einmische. Ich meine, Gott, beziehungsweise das Universum, mischt sich ja auch nicht permanent ein. Von daher, die müssen ihre eigenen Erfahrungen machen über das Leben und ja, sie müssen ihre Schlägereien selbst austragen. Los, Big Bad Pig, mach ihn fertig. Guck mal, wie Big Bad Pig aufs Maul kriegt. Ich könnte jetzt mithelfen mit Autoklicker, aber ich halte mich bewusst zurück. 61k haben wir gesammelt, sehr, sehr schön. So gefällt mir das. Und wie man sieht, die kommen eigentlich recht gut alleine zurecht, auch ohne, dass ich was mache. Die Uhr dreht vollkommen am Zeiger.
Ja, zum Beispiel, jetzt bewege ich kurz die Maus anhand dieser Charaktere zum Beispiel. Da sieht man irgendwie, der Geist wurde irgendwie nicht so ganz eingefangen, wie ich finde. Der hier erinnert zum Beispiel, also der Schlumpffresser erinnert halt so ein bisschen an, ich glaube, Brutus hieß er von Popeye. Das ist cool. Also, ja, diese typischen Cartoon-Wölfe, man kennt sie halt auch und so. Wie gesagt, es ist ein netter Versuch. Es ist halt ein Klicker. So, und jetzt lehne ich mich wieder zurück und guck einfach zu, was passiert. Das ist ja irgendwie, wie gesagt, mitunter der Sinn eines Klicker-Games. Dass man das so zum Nebenbeispielen hat. So wurde das immer an mich herangetragen von Leuten wie zum Beispiel den guten Frank Royal, der ja auch gerne Klickerspiele spielt. Ja, der sagte halt, ja, das ist halt so, das lässt man nebenbei laufen. Teilweise kannst du auch mehrere parallel spielen. Wie gesagt, meins ist es nicht, muss ich sagen. Meins ist es nicht, dennoch hätte ich jetzt eigentlich gerne irgendwie alle Charaktere wenigstens gekauft. Aber ja. Wir haben sau viel Kohle. Wir könnten theoretisch mal wieder Geld irgendwie investieren in irgendwas, aber Level 150, Level 200. Ihr merkt, guck mal, wie viele Level da alleine noch kommen. Eine heilige Intervention, ey. 5 Millionen. Okay. Level 100 zwar nur, in Anführungsstrichen, aber viel, viel Kohle. So, in der Taverne. 100k und erst auf Level 151. Da sind wir ja noch nicht, wie man hier sieht. Ich lehne mich erstmal noch zurück und genieße es. Und yeah, yeah, wir jingeln zu der Musik, die auch ein netter Versuch ist, aber nicht so gut, wie sie sein könnte. Ich erhöhe mal eben kurz meinen eigenen Schaden. Einfach, weil wir genug Kohle haben. So, jetzt lasse ich es wieder geschehen. Was passiert, passiert. Wenn mein Team stirbt, stirbt es. Ansonsten lass sie fighten. Und ich frage mich immer noch, was das hier ist und wie man das wegkriegt. Einfach mal ein bisschen Geld investieren, was soll's. So. Okay, ich lehne mich jetzt wieder zurück. Ich habe eine Kleinigkeit getan. Und dabei belasse ich es erstmal. Charaktere leveln auch so. Das Spiel spielt sich auch so. Klicker-Games sind ja schon irgendwie Games. Genauso wie Visual Novels in irgendeiner Form Games sind, aber für mich auch irgendwie keine richtigen Spiele in dem Sinn. Ich weiß, es ist gemein, aber das ist so meine Ansicht der Dinge. Andere sehen das komplett anders. Weil du triffst ja hier auch schon Entscheidungen und sowas und ja, überlegst halt, okay, wo investiere ich und bla bla bla, das ist ja schon irgendwo spielerisch. Und ja, ich weiß, ich könnte das Spiel auch schneller ablaufen lassen. Aber warum? Man kann auch einfach mal entschleunigend in diesen kühlen letzten Tagen in 2020 hier sitzen und sich das einfach mal angucken und ein bisschen labern. Deftige Prügelei. Wir haben schon wieder 21k, 22k. Die Hexe ist aber irgendwie auch echt slow, ne? Und die Hexe ist damit auch down, weil ich jetzt Auge gemacht habe. Mist. Ich kann meinen eigenen Schaden erhöhen. Machen wir doch mal. Ja, komm, was soll der Geiz? Jetzt haben wir zwar erstmal wieder nur 2k, aber hey. Dann können wir wenigstens richtig austeilen. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier mitmischen. Ah ja. Guck mal, wie wir mitmischen. Hey. Guck mal, wie wir hier mitmischen, ne? Na, und das war's. Und ich chill wieder. 24k haben wir schon wieder. Ab einem gewissen Punkt scheint man auch einfach gut Geld zu machen und dadurch kommst du anscheinend voran. Okay, jetzt kommt wieder Schweinchen Schweinemann.
Deftige Prügelei. Einfach nochmal. Ah, doch. Okay, man steigert das doch noch. Jetzt hat er nämlich 2K-Attack. Okay, gut zu wissen. So, Schweineschwarte aus dem Anzug geklatscht. Oh oh. Nur noch unser einer Charakter. Schön Leben aufgefüllt bei dem Booty. Ja, die hat's eigentlich nötig. Ich weiß, wir geben die ganze Zeit Geld aus, aber hey, lass doch laufen. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? So können unsere Freunde wenigstens ordentlich austeilen hier. Und halt nochmal was aus. So, jetzt sammle ich erstmal wieder ein bisschen Geld. Und dann pushe ich aber Attack weiter rein. Obwohl, das mache ich jetzt schon mal. So. Wie ihr seht, ich mache gerade gar nichts und wir kriegen trotzdem Progress. Sage ich jetzt, bis gleich wieder die nächste Schweineschwarte kommt uns aus dem Leben wichst. So, sie hat auch 2K, 2K. Jetzt sind die beiden als nächstes dran, dass ich die da hochpushe. Und ich finde immer noch diesen geflügelten, komischen Hasen oder was es sein soll, echt creepy irgendwie. So, ein bisschen Kohle sammeln. Obwohl, was soll der Geiz? Komm. Muss ich mich jetzt hier echt einmischen? So, hier, guck mal, jetzt mische ich mich auch mal wieder ein bisschen ein. Ein bisschen. Hier, jetzt klickern wir auch mal wieder ein bisschen mit. Hi, ja. So, gar keinen Bock hier. Euer Gott. Dass euer Gott hier mitmischt, das ist Luxus. Leute, das ist Luxus. Aber vielleicht sollte ich das gleich wirklich mal machen, damit die den Schweineboss schaffen, damit wir mal einen neuen Abschnitt sehen. Selbst wenn ich mich jetzt zurücklehne. Primär. Zack, 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 zack. So. Geld ausgeben können wir. Ah, seht ihr? Jetzt kommt nämlich der Endboss. Da klicker ich mal mit. Das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Oh oh. Sicherheitshalber. Auch hier nochmal sicherheitshalber. Scheißegal. Mirrorless Mickey. Aha. Der spiegellose Mickey. So sieht's aus. Komm, wir müssen den spiegellosen platt machen. Um in den nächsten Abschnitt zu gelangen. Euer Gott hat gesprochen. So, endlich. Weil, wenn jetzt irgendwie was passiert, oh, Sushi-Rollen oder sowas. Geister, ah nee, Tentakeln, Sushi-Rollen, jetzt sind wir in Japan. Da sieht man natürlich den Yoshi-Koch, den mächtigen Yoshi-Koch 1 und den mächtigen Yoshi-Koch 2. Und ich spreche Sushi mit Absicht Yoshi aus. So. Geld sammeln. Erstmal investieren. Erstmal investieren wieder in unsere Krieger. Na, hör doch mal. So. Hau die scheiß Sushi-Rollen platt. La 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 la. Das sind die hässlichsten Sushi-Rollen, die ich je gesehen habe. Die Frage ist, inwiefern kann ich mich zurücklehnen? So, der hat noch... Der muss noch weiter gepusht werden hier. So. Okidoki. So, so, so. So, 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 so. La, 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 la. Oh ja, Gott, der mischt halt mit. Und er macht Schaden. Ja, er macht Schaden. Und der Smurf-Fresser gibt einen Kick. Na, na, na. Ja, Kick. Kein F-Wort. Hier. Tschüss. So. Investieren. 2K. Jetzt sind die alle auf 2K. Das ist unser treuster Soldat gefühlt. So. Und jetzt sammeln wir mal Geld. Ja, ich klicke wieder ein bisschen mit, weil meine Hand hat sich beruhigt.
Obwohl ich es eigentlich jetzt drauf ankommen lassen müsste. Aber dann sagt ihr gleich, Herr Prank, aber dann verkacken wir. Und dann müssen wir uns das gleich mal gucken. Stimmt auch wieder. So. Ich investiere die Kohle. La 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 la. Guck mal, wie schnell wir jetzt auf einmal Kohle sammeln, aber... Vielleicht sollten wir hier mal ihr Leben pushen. Hey, was war denn jetzt der Endboss gerade? Die große Sushi-Rolle, wa? Alles mal so ein bisschen hochpushen hier. Theoretisch müssten wir den kaufen können. Ja, aber dafür brauchen wir 100.000. Eventuell sollte ich jetzt einfach mal chillen und gucken, was passiert und hoffen, dass die es schaffen. Und versuchen, auf 100.000 zu kommen. Mein Autoklicker ist wieder vollgeladen. Gucken wir doch mal, was passiert. Aber währenddessen, auch wenn ich Geld sparen will, pushe ich das hier mal so ein bisschen hoch. So. Weil, ja, umso selbstständiger und länger die durchhalten, umso weniger muss ich tun. Und umso mehr Krimskrams können wir kaufen. Und ich liebe immer noch die Katze bei der Hexe, weil die so schön dämlich angry guckt. So. Haut drauf, haut drauf, haut drauf. Läuft doch. 22.000. Geld machen läuft hier. Mal ein bisschen mitklickern. Guckt euch das an. La 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 la. Ich weiß, ich könnte meine eigene Kraft erhöhen für 13.000. Aber ich warte. Denn das ist so wunderbar. Ja, der Soundtrack, der könnte cool sein, aber er ist es nicht. Nein, 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 er ist es nicht. La 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 la. Und ich erhöhe dich. Wir sammeln Kohle, trotzdem erhöhen wir. Einfach mal, weil wir es können. Und ich push hier und ich mach da. Schalalalalala. Autoklicker hebe ich mir diesmal vielleicht für den Endboss auf. Also für den Endboss. Nicht für die großen Sushi-Rollen, sondern für das, was dann auch immer kommt. Vielleicht ja ein großer Karpfen oder so am Ende. Wer weiß. Wenn wir hier schon in so einem komischen Möchtegern-Sushi-Restaurant sind. Was auf Creepy angelehnt ist, was ich nicht so ganz verstehe. You will die, steht da hinten. Ja, jetzt sammeln wir ein bisschen Kohle für den neuen Dude. Weil vielleicht können wir ja doch noch alle zeigen. In dieser tollen, super spannenden Aufnahme dieses super tollen Clicker-Games. Ich meine, wenn man so nichts macht und ansonsten auch einem dabei nicht langweilig wird und man einfach so gebannt da drauf guckt, kann ich mir schon vorstellen, dass das für manche Leute was hat. Das ist so ein bisschen wie QVC gucken. So ein bisschen wie QVC gucken auf jeden Fall. Und ich habe auch gar keine Ahnung, wie lange ich jetzt aufnehme. Ich weiß nur, dass mein Schneckeninternet ewig brauchen wird, das hochzuladen. Aber das ist egal. Hauptsache, es kommt pünktlich zu Silvester online. Das ist es, worauf es ankommt. Ich weiß, da unten leuchtet Shop auf, aber ich spare ja eigentlich. Dennoch sollte ich mal hier vielleicht, da vielleicht, da vielleicht, da vielleicht, da vielleicht, da vielleicht, da vielleicht. Na komm. Scheißegal, sparen wir nochmal Neugeld. Geht ja relativ flott momentan. Alle auf 6.000 bringen, was HP angeht und gut ist. So. Mein Autoklicker habe ich natürlich noch. Wie gesagt, den wollte ich mir aufheben. Für den Fall, dass der Endboss kommt in dieser Stage hier. Aha, okay. Guck mal, wie das geht. So geht das nämlich. Tod deinen ganzen Kompan. Ha. Und da sind wir wieder am Wald.
Wie kreativ von den Entwicklern. Oh Mann, ey. Naja. Wie gesagt, ist es ein Klicker-Game. Und ich, ja, erwarte da, glaube ich, zu viel. Das ist gerade so das Problem an der Sache. Ich erwarte da zu viel, was Blödsinn ist. So, was kann man denn hier im Shop und so? Alle Echel-Drops werden um 10% erhöht. 100, ja, komm, scheiß drauf, 50k investieren. Machen wir jetzt einfach mal. Weil, warum nicht? Ja, und ansonsten lehne ich mich jetzt erstmal wieder zurück und guck, was so passiert. Oh Gott, was soll das denn sein? Eine angekaute, abgeslicete Ananas, oder? Ich glaube ja. Pain and Panic, aha. Ja, ich weiß, Geld sparen, aber irgendwie kann man nicht anders, als das zu pushen. Weil es ist dann doch entspannt, diese Phasen, wo man dann einfach nichts macht. Dennoch muss ich sagen, ja, es ist gerade für die Aufnahme auch für mich ein Experiment. Und ja, vielleicht überzeugt es mich noch, aber bislang bin ich immer noch nicht überzeugt. Wie gesagt, das ist jetzt für die Aufnahme und ich glaube, danach deinstalliere ich das Ganze. Und ja, vielleicht werde ich Klickern trotzdem noch weiterhin Chancen geben. So, das ist jetzt mein, wie gesagt, erster Klicker, zumindest, dass ich jetzt bewusst sage, okay, Klicker-Game. Ich weiß es nicht. So. 10k, was soll der Geiz? Hey. Guck mal, die sind angry. Die haben rote Laseraugen. Und ich merke gerade, wir sollten vielleicht unseren einen Kollegen da noch weiterhin pushen. Indem wir da mal irgendwie ein bisschen Health kaufen und so. Die Sache ist, ich könnte jetzt natürlich auch einen anderen Charakter noch zeigen. Indem ich mal austausche, beispielsweise die Hexe. Aber ja, die sind dann halt wieder verhältnismäßig relativ schwach, ne? Und man würde wieder anfangen, die hochzuleveln, was kein Problem wäre, wenn man vorhätte, das Spiel noch großartig weiter zu spielen, beziehungsweise wenn einen das fesselt. Ja komm, haut drauf, ihr seid zu dritt. Die Hexe macht auch echt wenig Angriff, irgendwie gefühlt, weil die ist echt slow. Okay, ich glaube, ich lasse es jetzt mal drauf ankommen und warte, bis ich mir... Wieder falsches Fenster, Entschuldigung, Taverne, den hier kaufen kann. Den Figaro. So, okay. Dennoch sollte ich eventuell auch das Leben erhöhen. So, jetzt aber hoffen, dass die durchhalten. Obwohl, warte, ihn auch noch auf 7k bringen. 2k, okay, Hexe ist wieder down. Die Hexe ist, glaube ich, echt das schwächste Glied in der Kette hier, kann das sein? Ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, so genau achte ich da jetzt nicht drauf, wenn ich ehrlich sein soll. Macht aber so den Anschein. Mensch, muss der Papa mitmischen hier, da. Hauen wir sie platt. Hier gönne ich mir auch einmal, weil man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Die Frage ist, ob sich mein Autoklicker schneller auflädt, wenn ich aktiv mitklicke. Ich glaube nicht, ich glaube, das ist Latte. So. Verreckt, ihr hässlichen Gemüsebrüder. Ich hoffe einfach, meine Kämpfer überleben. Du, 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 du.
Ja, ich weiß, ich will sparen. Ist okay. Irgendwie verleitet einen das aber dann auch, irgendwie zu investieren. Keine Ahnung. Weil, wie gesagt, umso mehr die drauf haben, umso mehr kann man sich selber zurücklehnen. Eventuell nicht der Sinn eines Klickers, aber eventuell doch. Ich weiß es halt auch nicht. Keine Ahnung. Mensch. Ja, komm, ich helfe hier mal mit. Ich helfe hier einfach mal mit. Damit die hier auch mal vorankommen. Mein Autoklicker würde ich mir wieder für den Boss aufheben. Aber vielleicht kommen wir auch diesmal gar nicht so weit. So. Hier habt ihr, was ihr verdient, ihr Schlumpis. So. 42k, ich erhöhe einmal bei mir. Ach komm, ich erhöhe zweimal bei mir. 14k. Und jetzt lass laufen. Die greifen aber auch echt langsam an, die Gebrüder, ne? Ja gut, die Gegner aber glaube ich auch. Bei den Gegnern macht es dann einfach die Masse aus. Oh, wir haben gerade nur zwei unserer Leute am Start. Weshalb ich mich jetzt doch einmische. Ich mische mich dann doch mal ein. Ich mische mich dann doch mal ein. Damit das hier nicht ganz so böse enden tut. Denn das wäre nicht so fein. Und da ist die Hexe wieder down. Eli ist die mir ein Dorn im Auge. Warte mal, man könnte jetzt auch zurückgehen, richtig? Sagen wir mal so, bis hier. So, rein aus Interesse. Also man kann springen, um dann halt nochmal bestimmte Abschnitte einfach nochmal zu machen, weil die leichter sind zum Beispiel. Und weil man da hundertprozentig weiß, okay, wir überleben den Scheiß. Hexe ist schon wieder down. Die Hexe ist echt mies. Sorry, aber. Komm, so. Jetzt lehne ich mich zurück in der Hoffnung, dass die jetzt erstmal wieder ohne mich klarkommen. So, da ist wieder unser Hasendämon platt. Zack, zack. Haut drauf da. Okay, wenn man auf 100k wartet, dauert das ewig gefühlt gerade. Aber ich meine, ich habe ja jetzt auch die ganze Zeit immer wieder Geld ausgegeben, ne? Ich bin ehrlich, ich bin gerade verführt. Scheiß drauf, nochmal zu investieren. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Zwei Leute sind down. Sobald drei Leute down sind, wird es giftig für uns. Weil einer nur. Gut, dann könnte ich mich immer noch wieder einmischen. Gerade jetzt auch mit meinem Autoklicker. Aber hey. Die müssen halt auch mal alleine klarkommen können, Mensch. Oh, komm, ey, wir investieren jetzt nicht. Jetzt hast du nur noch 3k. Ja, ist doch egal. Clicker Games sollen ja auch irgendwo entschleunigend sein, habe ich mir sagen lassen. Deshalb. Vielleicht macht das die gute Hexe dann ein bisschen nützlicher. Boah, wie die Gegner gerade aufräumen einfach. So, da ist wieder unser Oswald. Ich nenne ihn jetzt halt einfach mal so. Hat der eigentlich einen Namen? Natürlich hat der einen Namen. Town Warrior. Aha. Oswald. Ich nenne ihn Oswald. Nuken. Smurf Eater Karl. Und die Hexe ist einfach nur eine Hexe. So. Weißt du was? Ja, ich investiere. Lass mich. So sehen wir aber nie den anderen Charakter. Naja, ob wir den überhaupt sehen, ist die Frage. Ich will ihn auf jeden Fall kaufen, damit wir sehen, wer quasi im Verborgenen noch liegt.
Sag ja, die Mucke, auch ein netter Versuch gewesen eigentlich. Aber ich trifft für mich nicht so hundertprozentig den Vibe, wie es eben auch bei Cuphead der Fall war. Hör auf, das Spiel mit Cuphead zu vergleichen! Ja. Aber man wird ja wohl noch sagen dürfen, gerade wenn die sich halt auch an diesen Artstil bedienen, dann wird man ja wohl dazu noch was sagen dürfen, Mensch. Oswald ist schon wieder platt, ja, ich nenne ihn Oswald. Ach ja, ich klicker mal mit, damit die diese Phase eventuell überstehen. Toll. Aber drei Krieger haben wir auf dem Feld, plus mich. Mr. God. So. Weg mit den ganzen hässlichen, gewichsten Gemüse hier. So. Nur noch zwei Krieger auf dem Feld. Können sie es schaffen? Werden sie sterben? Oh, sie werden sterben, wenn ich nicht mitmache, glaube ich. Ich will wirklich den Charakter kaufen, ne? Aber eigentlich müsste ich schon wieder in die jetzigen Charaktere investieren, wenn wir ehrlich sind. Oder ich gehe einfach ein paar Levels zurück. Ja, ich habe jetzt investiert, lass mich. Lasst mich. Wir sehen die Charaktere schon noch, zumindest wenigstens den einen. So. In der Hoffnung, dass die das jetzt hier mal überstehen. Ich meine, ja, ich pushe bewusst den ersten Charakter, weil der ist halt von Anfang an dabei und der ist halt nun mal der Ranghöchste hier irgendwo. 5k Angriff ist nicht schlecht. Ja, komm, hau drauf. Ich helfe mal mit. Zack, 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 zack. Oh, oh, nur noch zwei. Ich habe meinen Autoklicker ready, aber... Okay, die Gegner kommen ganz schön schnell nach. Weshalb ich hier nochmal wieder investiere. Damit die halt ein bisschen länger mal lebt, eventuell. Ich raff halt auch immer noch nicht, was das hier sein soll. Was ist das? Was soll der Scheiß? Wie kriegt man das weg? Kann man das wegkriegen? Wurde es erklärt? Wahrscheinlich wurde es erklärt und ich habe es einfach nur wieder nicht gesehen. Boah, ey. Wieder die Fetzen fliegen und die Hexe ist wieder down. Oh, oh. Okay, kurz vorm Verrecken hier. Boah, man muss selber schon sehr hardcore-mäßig klicken teilweise. Ja, Franke, dann geh doch zurück in den Level, wo schwächere Gegner sind. Ist gar nicht mehr so dumm eigentlich. Na, komm schon. Hau drauf da. Weißt du was? Einfach nur so, weil... Ja, ich dann doch ganz gut austeile auch. Scheiß drauf, wir sparen wieder Geld. So, jetzt kommt nämlich das hier zum Einsatz. Damit wir wenigstens den nächsten Abschnitt sehen. So wird's nämlich gemacht. Der Gott hat gesprochen. Und nächster Bereich. So, jetzt, wenn wir jetzt verrecken, ist es okay für mich. So, lasse machen, lasse kämpfen. Jetzt will ich echt mal den Charakter langsam kaufen. Ja, aber wieder ähnliches Szenario, ne? Quasi wieder von Szenario 1 und Szenario 2, bloß dass es ein bisschen anders ist.
Das heißt, wir werden die Sushi-Küche auch nochmal sehen. Ich finde, auch wenn das, ja, so gesehen nur ein Clicker-Game ist, hätte man da dahingehend auch mehr Liebe reinstecken können irgendwie. Und die Gegner, ja, ihr seht's, die wiederholen sich dann ja doch Hardcore-mäßig so gesehen. Finde ich schade, ehrlich gesagt. Gerade weil dieser alte Cartoon-Stil so viel hergibt und man so viel mehr noch hätte machen können. Aber nun. Man steckt da nicht drin. Man ist am Ende nur der Konsument und nicht selber einer der Entwickler. Ist halt so. Ah, es zuckt schon wieder, nicht? Ja, komm. Sorry, Leute. Ich weiß. Party Popper. Ja, geil. Oder Pooper? Party Pooper? Ich weiß es nicht. Poop. Haut den Party Pooper platt. Macht ihn fertig, Leute. Euer Gott hat gesprochen. Euer Gott hat keinen Bock zu klickern bei einem Klickerspiel. So, 41k. Ich investiere jetzt nochmal, damit ihr richtig Abfuck auf mich schiebt. Und euch denkt, was soll der scheiß Pranke? Wie gesagt, ich will es dahin treiben, dass sie komplett alleine klarkommen. Dass ich einfach nur noch hier sitzen muss und kommentieren muss. Und dass quasi die Kohle in Form von Eicheln alleine reinkommt und ich einfach nur noch kaufen brauche, ey. Theoretisch hätte man das, also das Konzept auch nehmen können und da, ja, ein klassisches Beat'em'up draus machen können. Das wäre auch lustig. Vielleicht gibt es einen Entwickler, der da schon dran sitzt, wer weiß. Wäre doch auch geil, ein Beat'em'up in diesem Stil. Also in diesem alten Cartoon-Stil. Mein Finger, ehrlich gesagt, zuckt schon wieder. Ich will am liebsten schon wieder investieren. Einfach nur, damit die halt besser durchhalten und so. Bei ihr mache ich das jetzt einfach auch mal. Scheiß drauf. Na toll, du wirst nie wieder einen anderen Charakter kaufen. Tatsächlich muss ich gestehen, es fällt schwerer als gedacht, die Finger da stillzuhalten. Aber wie gesagt, man möchte irgendwie dann doch, dass die halt alleine durchhalten, auch ohne, dass man da großartig mitklickert. Man will dieses Stadium erreichen, dass man mitklickern kann, aber nicht zwangsläufig muss. So, ich versuche jetzt echt mal die Füße, wie man sagt, so schön sagt, stillzuhalten, um endlich den Charakter zu kaufen. 100k oder was waren's? 100k. Ich chill jetzt mal. Ich hoffe, dass es funktioniert. Es kommt aber auch drauf an, wie die sich jetzt hier schlagen. Wenn die jetzt hier allesamt am Wegnippeln sind, dann habe ich ein Problem. Dann muss ich mich in irgendeiner Form wieder einmischen. Aber momentan sieht es doch aus, als wenn die relativ gut klarkommen. Ah, ich wollte schon wieder was machen. Ah, weil ich sehe so 7k und 7k bei den anderen beiden Charakteren, bei HP. Denk mir so, na, die kippen doch gleich wieder um, wie die fliegen, wenn du da nichts tust. Nein, 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 zurückhalten. Das fällt mir gerade wirklich schwer. Das fällt mir gerade wirklich schwer. Und wenn ich daran denke, wie schwer mir das fällt, dann muss ich daran denken, wie das mit so Pay-to-Win-Sachen sein muss. Wenn Leute wirklich irgendein Spiel haben, wo die wirklich dahinter sitzen und einfach, ich sag mal, ja, den Shit leben, das muss denen doch extrem schwer fallen, dann halt nicht reales Geld auszugeben für irgendwelche Sachen. Wenn man jetzt hier in so einem Klickerspiel schon irgendwie das Verlangen hat, da irgendwie die ganze Zeit zu investieren in seine Charaktere und da zu klicken und ah. Okay. Auf jeden Fall eine nette Lebenserfahrung, die ich hier gerade sammle.
man es glauben möchte oder nicht. So. Gleich haben wir es. Ich gestehe, es fällt schwer, nicht in die Kohle zu investieren. Es fällt sehr schwer. Aber 100.000, komm schon, dann können wir uns einen weiteren Dude leisten. Tada! Endlich habe ich das mal durchgezogen. So. Okay, der nächste ist Token. Wie? Token, 250.000. Ui, das wird ja richtig schwer fallen. Erreiche Level 201, okay. Ich habe den ultimativen Preis bezahlt. So wirst du. Okay, ich weiß nicht, was mir das sagen soll, aber hey. Dudes. Ja, leider Level 1, ne? Wie gesagt, wenn man das Klickerspiel halt aktiv spielt, dann ist das halt eher weniger ein Problem. Dann zieht man die Charaktere halt mal eben so hoch. Okay, aber jetzt 200.000 sammeln oder investieren ist jetzt hier die Frage. Ich investiere erstmal hier Kohle rein. Komm, mach Party Pooper fertig. Das Ding ist auch, wir spielen ja irgendwie auf normal, ne? Die Frage ist, das interessiert mich gerade, weil ich hier noch nicht reingeguckt habe bei Settings, okay. Ist nur Musik. Lösche Fortschritt, yo, auf jeden. Back. So. Oh oh. In der Hoffnung, dass der überlebt, bis einer von den beiden wiederkommt. Ja, ich kann natürlich auch selber mitklickern. Was ich jetzt mal mache. Sonst wird uns Party Pooper gleich noch das Ende bringen. Da habe ich keinen Bock drauf. Party Pooper macht ihn platt. Den alten Party Pooper macht ihn platt. So. Jetzt kommt ihr vielleicht wieder alleine zurecht. So. Angriff ist auch sehr wichtig, aber wie man merkt, halt eben auch die HP. Sonst kippen hier ständig Leute um. Wie die Hexe mal wieder. Boah, psch, Doppelfaust. Schöner als Doppelherz. Bisschen was investieren. Ich glaube, ich sollte beim Schlumpffresser auch mal wieder irgendwie die Attack ein bisschen hochpushen. Ist halt ungünstig, dass man das hier nicht so richtig sieht, ne? So. Richtiger Hau drauf für einen hier. So. Ein bisschen mitklickern, weil warum nicht? So. Dafür ist es ja ein Klicker. Der Punk, du bist ganz schön faul in diesem Let's Play. Das stimmt. Ich verlasse mich halt auf meine Leute. Vertrauen nennt sich das, Mann. Vertrauen. Genauso wie ich darauf vertraue, dass diese zwei traurigen Leute, die meine Videos gucken, auch dieses Video gucken. Ich vertraue da drauf, Mann. Hey. Zack. Weg mit dir. Weg mit dir, habe ich gesagt. So. Schön. Schön mitklickern so ein bisschen. So. Und jetzt gucken wir mal wieder ein bisschen zu. Angriff erhöhen ist halt mittlerweile auch recht teuer. Zumindest wenn man jetzt, ich sag mal, auf irgendwelche Sachen aus dem Shop oder aus der Taverne spart. 200.000 für den nächsten, ne? 250.000 sogar. Boah, dann ist das hier bestimmt 350 oder so, oder 450, wir werden sehen. Oder auch nicht, ich weiß es selber noch nicht. Kommt drauf an,
wie jetzt der Progress ist, ob wir jetzt gleich wieder komplett verscheißen oder ob es hier vorangeht. Ich weiß es halt nicht. Woher soll ich es auch wissen? Ich könnte gerade investieren, um mein eigenes Geld zu erhöhen. Weißt du was? Mach ich jetzt einfach mal, gönn ich mir jetzt einfach mal. So. Einfach mal mitgeholfen, eure Gottheit. So. Auf den neuen Charakter zu sparen, sehe ich ehrlich gesagt noch nicht so wirklich. Ich glaube. Ich investiere jetzt erstmal hier lieber ein bisschen, damit die schlagfertiger sind und sich wieder eher selber helfen können. So. Schönes Investment tätigen. Bisschen mitklickern. Investment. Hey. Jetzt gibt's aufs Maul. Überall gibt's auf die Fresse. So, hier gibt's aufs Maul, da gibt's aufs Maul. Überall gibt's aufs Maul. Und zack. Bisschen mitklickern. Fürs Herz. So. Ach, hier ist noch einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Okay, ich lasse die jetzt mal wieder machen, in der Hoffnung, dass die es regeln. So, ich trinke mal ein Schlückchen von meinem nicen Birnensaftgetränk. Prozent Direktsaft, meine Freunde. Mein Autoklicker-Fortschritt. Ja, der lädt sehr langsam. Aber da denkt man sich sicherlich was bei. Sonst wäre es vielleicht auch viel zu leicht. Ich könnte meinen eigenen Angriff jetzt auch wieder erhöhen. Oder aber... Ich push jetzt hier den Bruder noch ein bisschen. Habe ich jetzt einfach mal gemacht. Einfach Wellen an Gegnern. Hey. Ich glaube, hiernach kam dann wieder, oder wird dann wieder das Sushi-Ding kommen, oder? Oder das Straßending. Nee, das Straßending theoretisch. Ach, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, das ist halt leider Gottes ein bisschen lieblos gemacht. Oder die hätten es halt auch so machen können, dass man zum Beispiel erst Wald hat, dann Wald hat, dann Wald hat, dann, was weiß ich, das Haus, das Haus, das Haus. Aber wie gesagt, ist es nicht mein Spiel, ich habe es nicht entwickelt. Die werden sich da was bei gedacht haben. Oder auch nicht, keine Ahnung. Ja, lass laufen, ne? Lass laufen. Gleich kommt, glaube ich, wieder ein Endbosskampf. Weshalb ich überlege, nochmal wieder levelmäßig zurückzuklickern. Ach, ich investiere einfach mal hier. Was soll's. Boah, der hat den gewone-hittet. Okay, hat sich gelohnt. Hat sich definitiv gelohnt. Ja, jetzt mach den doch platt, ey. Das ist eine so eine Flasche da noch. Geht doch. Da ist der Schoki-Feind. Okay, klickern wir mal drauf.
Aber den werden wir nicht besiegen, so ohne weiteres. Oh oh. Chocolate Crackhead macht ihn fertig. Obwohl er uns gerade fertig macht. Nein, ich kann gerade meinen eigenen Dings nicht erhöhen. Ich hab gerade gedacht, haha, du bist schlau, du holst jetzt einfach. Jetzt. Zack, scheißegal, investiert. Vielleicht überleben wir es dann. Eventuell. Mir tut schon wieder der Finger weh. Und ich wechsle einfach mit dem Finger. Ja, ich glaube, man hört in der Aufnahme das Knickern. Oh oh. Zwei Kämpfer, einer kommt gleich wieder. Okay. Gleich kommt der andere wieder. Okay, wir können es schaffen, wir können es schaffen, wir können es schaffen. Hau drauf, hau drauf, hau drauf. Mach den platt, mach den platt, mach den platt. Oh, oh, oh. Okay, den haben wir. Jetzt aber, wir können... Ja, wäre lustig, wenn wir es jetzt hier noch verkacken würden. Okay, nächster Abschnitt. Unlocked. Promotions, okay. Okay, was sind das für komische Alien-Kämpfer? Aber da sieht man es halt auch wieder. Das trifft für mich nicht diesen Cartoon-Stil irgendwie. So, schön rein investieren. Zack. Ach komm, was soll der Geiz? Was sollen das sein? Auch Sushis? Gangster-Mafia-Sushis? Oder sollen das irgendwie abgefeuerte Ex-Patronenhülsen sein? Ich weiß es nicht. Erhöhen wir mal einmal hier kurz das Leben. Da, Elite-Beförderung, Promotion, okay. Okay, okay. Elite-Beförderung, Elite-Promotion, Lehr, Beförderung. Was heißt das jetzt exakt? Ich kann jetzt den da reinziehen, oder wie? Und dann? Beförderung für 1 Million, oder was? Ja, anscheinend. Ja, nee, dann ist egal. Aber okay, gut zu wissen. Oh. Vielleicht sollte ich mal mithelfen. Nightcrawler. Heißt der Nightcrawler. Und down ist der Nightcrawler. So, ihn jetzt noch weghauen. So, da ein bisschen reinpumpen. Läuft auch bislang ganz gut. Lieber investieren, als zu oft wieder von sonst wo anzufangen. Wobei Level 1 und so müsste ja jetzt theoretisch ein Garant für Kohle sein, oder? Könnte ich mir vorstellen. Weil die Charaktere so stark sind. Ja, wohl wahrscheinlich sammelt sich eher hier in den Riegen jetzt schnell das Geld an. Was für Geld, Pranke, das sind Eicheln! Ja, ihr wisst doch, was ich meine. So. Elite-Beförderungen sind interessant, eventuell. Aber 1 Million Eicheln, das ist schon nicht ohne. Lustigerweise fesselt das mehr, als ich dachte, insofern, dass ich jetzt auch die anderen Charaktere noch freikaufen möchte. Am liebsten. Ha, komisch. So. So. Da ist wieder ein Endboss. Wieder der tolle, starke Nightcrawler. Oh oh. Oh oh, die prügeln uns gerade weich. Okay, ich setze diese Fähigkeit ein. Damit wir eventuell heil rauskommen. So. Okay, jetzt lasse ich es aber erstmal wieder machen und sammle Kohle. Ja, es zuckt. Ich will gerne erhöhen. Ah, wisst ihr was? Ich mach's nochmal. Hier einmal, da einmal. Okay.
Jetzt aber Finger weg. Und es fällt schwer. Ich würde gerne jetzt zum Beispiel nochmal von der Hexe die HP erhöhen. Was ich jetzt aber gerade nicht tue. Aber ich würde gerne. Aber ich mache es gerade nicht, aber ich würde gerne. Was ein Geschnetzel. Und da ist wieder einer unserer Kameraden down. Wir haben uns, by the way, auch schon länger nichts mehr hier im Shop geholt, ne? Level 200, okay, aber 100k. Entfessle die futuristische... Ne, futurisit... Was? Futurisitsche, meine Güte. Kraft der Quantum Overdrive Technologie. Geschwindigkeit mal 2. Ah, oder hier, Fuß Gottes. Eine göttliche Kraft zerstampft deine Gegner. Naja, wir... Oh, nur noch einer über? Ne, zwei. Ne, hä? Ich bin irritiert. Ist das eine nur ein Bug, dass der noch da ist? Anscheinend schon. Hä? Ich raff gerade gar nichts. Ich klicker mal mit. Meine eigene Klickerkraft erhöhe ich jetzt mal netterweise. So. Boah, mittlerweile halten die aber auch gut was aus wieder, die Gegner. So. Kommt ihr jetzt wieder alleine klar oder muss man sich Sorgen machen? Was sollen eigentlich diese weißen Partikel sein, die hier durch die Gegend fliegen? Müll, Papier, Papierfetzen, I don't know. Ey, Kollegen, kommt da nachher mit? Wohin? Na, in den wilden Oktopus, Mensch! Wilder Oktopus! Oh oh! Ja! Und ich klicker mal mit. Ich habe eigentlich gar keinen Bock, dass die jetzt hier großartig sterben. Okay, das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Weißt du was? Scheiß drauf. mach die platt, den alten Nightcrawler. Komm schon. Man klickt sich tot. Mal eben kurz die kleinen Gegner hier wegprügeln. Mal eben vor dem. Oder doch lieber den großen. So. So. Puh, vielleicht kommen die jetzt wieder selber klar. Mache ich jetzt halt einfach mal. Ach, weißt du was? Komm. Zwei sind platt. Oh, wow. Na, die Hexe, die kippt auch gleich wieder um, oder wie habe ich das? Ja, ich mische mal mit. Sicherheitshalber. Auch wenn jetzt wieder einer respawned ist, aber trotzdem. Bisschen mit drauf prügeln schadet ja jetzt auch nicht. So. So. Okay. So, Leute, ich verlasse mich auf euch. Zeigt denen, was ihr drauf habt. Einfach investiert. Shit egal. Und da kippt wieder einer um. Das dauert aber eine halbe Minute, bis die wiederkommen, oder was? Nee. Auch unterschiedlich, glaube ich.
Und ich frage mich immer noch, wann das hier passiert ist und was ich da verpasst habe und warum das nicht weggeht. Irgendwie kann man das auch nicht wegklickern, keine Ahnung. Ja. Komm schon. Machen wir sie platt. Vor allem diese kleinen Pissgegner auch, die sich immer hinter den anderen verstecken. Und dahinter ist noch einer. Oh, zwei sogar. Siehst du, sag ich ja. Ah, die Gegner teilen mittlerweile aber auch echt gut aus, ey. Habe ich jetzt einfach mal gemacht. So. So viel zum Geld sparen. Aber ja, man verfolgt ja das Ziel, dass die möglichst alleine klarkommen. Aber wiederholst dich, Kranke. So bin ich halt. Wie eine alte springende Schallplatte. Mein Autoklicker will ich mir eigentlich nur aufheben. Boah, ey, die verkraften mittlerweile alle echt gut was von den Gegnern. Dennoch helfen wir hier mal eine Runde aus. Ja, Wolski, hau rauf da. Hau drauf, hau drauf. So, ah hier, den auch noch weg. Oh Gott, wieder ein Endboss. In 10 Leveln lädt das doch im Leben nicht auf, oder? Egal, mach ich jetzt halt einfach. Autoklicker liebe ich. So. Autoklicker ist geil. Oh oh, ist auch nur noch einer von unseren Leuten übrig. Sich jetzt erst. Und wir werden sterben, oder? Ah, jetzt wieder einer da. Oh oh. Okay, das war aber auch eine knappe Sache. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, hau drauf. Ja, ich investiere da jetzt. So. Mache ich jetzt halt. Gott, oh Gott, oh Gott, ey. So. Ah, könnte eventuell klappen bis zum nächsten größeren Endboss-Fight. Eventuell. Mal gucken. Wenn wir überhaupt so weit kommen. Es werden immer mehr Gegner und so. Wie gesagt, ich finde, man hätte das ruhig noch schöner gestalten können, auch wenn es ein Klickerspiel ist. Aber das ist nur meine Meinung. Oh yeah. Und ich gestehe, es fesselt mich länger, als ich dachte. Dennoch ist das prinzipiell nichts für mich. Boah, ich lasse die jetzt mal eben machen und schüttel mal meine Hände. 100k haben wir. Ist die Frage, spare ich jetzt auf den nächsten Charakter? Was mir sowieso schwerfällt, oder kaufe ich das? Ach, wisst ihr was? Wir machen das jetzt einfach mal. So. Wir machen das jetzt halt einfach mal. Oh oh. Oh oh, nur noch sie ist über. Oh oh. Das habe ich nicht mitbekommen. Oh Gott. Und die anderen brauchen auch noch eine Weile, bis sie wiederkommen. Wisst ihr was? Man kann sich ja vorklicken, ne? Ich gehe jetzt mal noch weiter zurück.
mal mit Absicht hierhin. Einfach nur, damit die jetzt schnetzeln können. Weil die Gegner dürften ja eher weniger ein Problem sein, theoretisch. Verzeiht mir das. Aber... ich will ein bisschen Kohle sammeln und ja, die sollen sich jetzt mal ein bisschen hier schnetzeln. Ja, wobei man sieht, da kriegt man nicht so viel Kohle bei rum, oder? Obwohl, vielleicht doch. Ich weiß es nicht so genau. Und mein Autoklicker kann so aufladen. Und hat unser Kauf eigentlich gerade im Shop wirklich was gebracht? Gute, berechtigte Frage, denke ich. So, ich lasse die jetzt hier einfach mal schnetzeln. Und die Hexe kippt hier trotzdem aus Latschen. Ha. Bisschen Kohle sammeln auf jeden Fall. Obwohl ich trotz des eventuellen Kohlesammelns und so mal hier weiter investieren sollte. Damit da auch mal bei dem Guten was bei rumkommt. Ja, hier schnetzeln die sich eigentlich relativ gut durch. Wäre aber auch blöd, wenn nicht. Wenn man bedenkt, wo wir gerade gefightet haben. Trotzdem ist der eine Charakter down. Los Leute, macht sie platt. Euer Gott hat gesprochen aus dem Background. Wie ein faules Stück. Scheiße. Ha 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 ha. So, nicht anders wollen wir das. So, und ich habe mal kurz auf die Uhr geguckt, damit ich weiß, was Phase ist. Oh, 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 oh. Ich überlege gerade, ob ich die hier einfach kämpfen lasse, bis wieder dieser Schokoladen-Endboss kommt. Also mein Autoklicker lädt sich hier auch weiter auf, das ist gut. Ich finde auch prinzipiell gut, dass man zurückgehen kann. Okay, Hexe down, Hexe down. 100k. Ich glaube 250 waren es, ne? Yep. So. Es ist halt nun mal ein bisschen zeitaufwendig. Da müssen wir jetzt alle durch. Und das Video wird länger, als ich gedacht habe, weil ich hier irgendwie echt gefesselt jetzt selber davor sitze und gucke. Aber ehrlich gesagt, nur weil ich alle Charaktere gerne sehen wollen würde. Nicht, weil mich das per se so fesselt. Ich will nur gucken, welche Dudes wir noch so haben können. Es sind insgesamt noch 4 Stück. Das wird halt irgendein Drache sein, das sieht man ja. Ja, das ist irgendwie, das sieht fast aus wie Prinzessin Leia hier wegen den Puscheln. Aber wer weiß. Ja, das ist, keine Ahnung, ein Roboter oder sowas eventuell. ...250k zusammensammeln. Hm. Es fällt mir gerade mal wieder schwer, nicht irgendwie trotzdem Angriff oder so zu erhöhen von den verschiedenen Charakteren. Ah, komm, bei ihr muss ich das mal machen. So. 2 Charaktere down. Wer hätte das gedacht? Ich definitiv nicht. So.
la 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 la. Ja, ich sammle Geld und mein Autoklicker ist voll, das ist gut. Und ich glaube, ich klicker mal ein bisschen mit. Weil, warum nicht? Klickern wir doch einfach mal ein bisschen mit. Macht ihn fertig! Den Party-Pooper! Again! Cool, wieder zwei platt von unseren Leuten. Aber 196k, wir sind dem nächsten Charakter eigentlich ziemlich nah damit. So. Ich überlege gerade sogar noch weiter zurückzugehen, aber ich weiß nicht, wie das da mit dem Kohleverdienen überhaupt so ist. Da bin ich mir unsicher. $222,000, baby. La 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 la. Jetzt könnten wir uns das zwar holen, aber nee, ich will lieber den Charakter kaufen gleich. Tatsächlich. Dauert ja jetzt auch nicht mehr so lange. Ich klicker mal mit. Okay, wir können uns den Charakter holen. Zack. Siehst du, Drago ist der nächste. Aber 500 fucking K, wow. Dafür, dass ich nur in das Spiel reingucken wollte, investiere ich gerade mehr Zeit als gedacht. So. Dudes, ist voll wichtig, dass ich jetzt hier nochmal extra draufklicke. Drei Charaktere fehlen uns noch, aber 500k ist heftig. Warte mal, was ist, wenn man hier macht? Komplett Level 1, wa? Ich bin verwirrt. Ach ja, das ist der Waldabschnitt, der davor kam, ne? Wie schnell oder langsam sammelt man denn hier die Kohle? Wenn ich mal fragen darf. Das ist ja eine berechtigte Frage an der Stelle. Relativ okay schnell auch. Und vielleicht, ja, kippen unsere Kämpfer hier nicht so schnell um. Aber alles Eventualitäten. 500 fucking K, ne? Darauf komme ich überhaupt nicht klar gerade. Ich hätte gedacht, die Sprünge sind kleiner. Dann wird das wahrscheinlich 1000k sein. Kann ich mir vorstellen. Vielleicht sogar noch mehr. Oh Mann, ey. Okay. Aber warte mal. Was ist der Text? Drago, ich mag mein Fleisch knusprig. Was auch immer es ist. Okay. Ganz gefährlicher Bruder. Ja, und sonst so? Wie war euer 2020? Meins war auf jeden Fall sehr ereignisreich. Trotz Corona. Man mag es gar nicht glauben. Einiges passiert. Sowohl Positives wie auch Negatives. Eigentlich ein durchwachsenes Jahr. Ich kann nicht sagen, dass es das schlechteste Jahr meines Lebens ist, weil das wäre Heulen auf ganz hohem Niveau. Aber ja, doch. Das Jahr hat auch bei mir natürlich seine Spuren irgendwo hinterlassen. Aber ich bin dankbar dafür, wie es ist, wie es lief. So, 138k. Schön, sammelt schön die Kohle. Jetzt sind wir wieder hier. Alles klar. Ich will nur wissen, wie das ist wegen Kohle sammeln.
ob sich die Kohle trotzdem schnell sammelt oder... Weil hier kriegen die Gegner natürlich schön schnell platt. Und sterben weniger. Ja, aber wie man sieht, die Kohle sammelt sich auch dementsprechend langsamer, weil weniger zu tun. Da warten wir ja ewig drauf, glaube ich, oder? Schön, dass man das so ein bisschen sich aussuchen kann, wo man drin ist gerade. 500k wäre schon ein Träumchen. Dann haben wir den Drachen. Ich will wenigstens, dass wir mal alle, selbst wenn ich den letzten dann nicht mehr kaufe, eigentlich würde ich wenigstens gerne selber alle gesehen haben. Warte mal, andere Sache. Welches Level? Level 301, ja gut. Level spielen natürlich auch eine Rolle. 500k. Warte mal, ich spule mal ein bisschen weiter vor, wo ein bisschen mehr zu tun ist. Damit das vielleicht ein bisschen flotter von der Hand geht. So. Das sieht doch nicht so schlecht aus. Ja, Pranke, du bescheißt! Naja, was heißt bescheißen? Wenn das Spiel uns die Möglichkeit gibt, irgendwo hinzuspringen, wo es uns beliebt, da warum nicht nutzen? Vor allem, wenn es halt oben immer schwerer wird. Ja, und ich sag mal, wir halt gerne gucken wollen, was wir noch so für eventuelle Tavernenkollegen freischalten. So. Oh, 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 der Weg bis zu 500k ist ganz schön weit. Boah, wie schnell der Endboss aber auch gerade down war. 220k. 222k. Sehr schön. Ich würde sagen, ich lasse das jetzt halt einfach mal so durchlaufen. Schöner Bildschirmschoner. Danke, dass das auch schon mal erwähnt. Ja. Ist doch so, oder nicht? Ich kann mir vorstellen, dass wenn man, ja, keine Ahnung, irgendwann alles freigeschaltet hat und einfach von Level 1 durchlaufen lässt, ja, ein toller Bildschirmschoner, ne? Passiert halt ein bisschen was. Wobei, ich will dem Spiel nicht zu nahe treten, aber auch da gibt es Schöneres. Beispielsweise irgendwelche Aquarien oder Meereswelten oder ähnliches. Und das mittlerweile halt auch in 4K und mehr. Wie unsere Leute hier auch einfach irgendwie gar nicht verrecken, ne? Ich sollte es halt nicht heraufbeschwören, ich weiß, aber... So, warte mal, was konnte man sich hier holen? Gottes Fuß, aber 200k, ich will lieber auf den Charakter gerade sparen, tatsächlich. Als auf irgendwie diese Fähigkeiten. Komm schon, 500k müssen noch drin sitzen, Mensch. Oh, siehst du, da ist sogar einer gestorben, ich hab's nicht mal mitbekommen. Kommt, Leute, haut drauf. Wir möchten endlich den Drachen freischalten. Ja, let's go. Ich überlege gerade, ich warte jetzt hier noch den Endboss ab und dann springe ich mal wieder weiter in höhere Level, weil es dann vielleicht doch ein bisschen schneller geht. Aber gleich 300k, sehr schön. So, jetzt kommt da hier der alte Butcher. Und ich halte mich komplett zurück.
Das müssen die Leute alleine schaffen. Wobei die den halt irgendwie gefühlt gerade gar nicht angreifen. So, jetzt. Oh ja, doch. Die machen gut Damage. Guckt euch das an. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Aber ich würde sogar bis hier wieder springen. Und jetzt sie einfach hier nochmal kämpfen lassen. Damit sollten die ja auch klarkommen. Ansonsten springen wir halt nochmal wieder zurück. Ja, wobei, dadurch, dass die Gegner hier wieder mehr vertragen... Ah, ich weiß es nicht. Ob sich das jetzt schnell oder langsam auflädt, ist echt schwer zu sagen. Okay, sie ist down. Ich gehe mal sicherheitshalber hier drauf. Okay, zwei sind down. Komm, scheiß drauf. Gehen wir nochmal hier hin. Dann sollen die hier nochmal eine Runde schnetzeln. Bis wir die 500k haben. Komm Leute, 500k, wir brauchen die 500k. Macht mal keinen Scheiß jetzt. So. Ich frag mich halt, wie der Charakter aussieht, der nach dem Drachen kommt. Weil... Hat er ja so eine... Ah, hier sieht man es nicht. Hier. So Prinzessin Leia puscheln an der Seite, aber das muss ja nicht so sein. Das ist auf jeden Fall hier Solid Snake für Arme. $500k incoming. La 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 la. Bisschen mitklickern. Bisschen mitklickern gerade mal. Einfach nur so. Damit ich hier auch mehr zu tun habe. Ich mache in diesem Let's Play schon recht wenig. Außer mein Maul die ganze Zeit zu trainieren, indem ich irgendeinen Müll laber. So. Mach die Schokolade fertig, mach sie platt. La 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 la. Notfalls kann ich auch aus dieser Szenerie fliehen. Weil zwei meiner Leute sind schon platt gemacht worden. Oder ich investiere 29k und erhöhe meinen eigenen. Oh oh. Man kann so Zeit schenken, merkt ihr das? So, wenigstens kommt jetzt wieder ein zweiter ins Spiel. Ja, ich weiß, es war gerade feige, aber ich will einfach diese scheiß 500k haben. Na los. Haha. 10k noch. Komm. 10k noch, da werdet ihr ja wohl hinkriegen, Leute. Jetzt, ab in die Taverne. Holen wir uns. Okay, Level 401, da sind wir noch lange nicht. Jello Fox. Jello vor allem, nicht Yellow. Jello. Gelber Fuchs hatte seinen Mann im Schlachtfeld verloren. Nun kämpft sie für ihre Rache. Aha. 2 Millionen. Gut, das heißt für mich ganz klar... Da das hier sowieso nur angedaddelt werden sollte. Wir werden leider Gottes den letzten Charakter nicht mehr sehen. Aber was ich wohl nochmal machen kann, ist ins aktuelle Szenario zu gehen. Wo wir gar nicht mal so weit entfernt sind eigentlich vom nächsten Endboss. Herr Dudes,
Ja, wie gesagt, sie, ihn werden wir leider nicht sehen, aber für Leute, die sich für Klickerspiele interessieren, ihr könnt natürlich dann an der Stelle gucken, dass ihr euch den Bruder holt. 27k, ja, hier steigt die Kohle halt dementsprechend schnell, aber... Ich erhöhe mal meine eigene Kraft. Einfach, falls wir es noch zum hiesigen Endboss schaffen, dass ich da mithelfen kann. Und ja, ich glaube, danach war es das auch für diese Aufnahme. Ich habe mir auf jeden Fall einen Eindruck gemacht. Ich weiß, es ist nicht wirklich meins, aber ich glaube, ich kann halt schon verstehen, was daran faszinieren und fesseln kann. Also ich kann das schon irgendwo nachvollziehen. Allerdings ist das jetzt nichts, was mich jetzt ewig lange bei Stange halten würde. Glaube ich, denke ich. Also zumindest dann nicht, wenn man aktiv mitklickert. Und da sind wir gestorben. Scheiße. Und dann landen wir hier. Okay. Okay. Warte mal, bis wo kann ich denn maximal wieder vorspringen? Also schon wieder bis hier, wo wir gerade waren. Ja, ich würde schon gerne den letzten Endboss sehen. Eigentlich. Da der andere Charakter eh so weit entfernt ist, würde ich jetzt hier einfach auch nochmal reinpowern. So. Einfach jetzt hier nochmal ein bisschen was ausgeben. Weil, warum nicht? Ein bisschen mitklickern noch zum Schluss. Zack. Zum Schluss noch so ein bisschen mitklickern. Aha. Oh, die machen uns aber ganz schön platt hier. Oh Gott, Alter, die... Oh, was? Das war schon? Okay, den Boss packen wir noch nicht. Würde ich schätzen. Aber wir haben wenigstens den Muddy Newspaper gesehen. Moody Newspaper, ich weiß nicht. Gut. Nein! Hä? Vielleicht packen wir den doch noch. Aber ich glaube nicht. Ich weiß, ich sollte mein Team vertrauen. Aber ihr merkt es, verträgt ganz schön was an Schlägen hier. Na. Na komm schon. Haut doch drauf, Leute. Mann, mal eben hier die kleinen Pisser fertig machen. Ah, okay, vielleicht schaffen wir den Endboss doch noch. Aber nur vielleicht. Komm, hier investieren einfach. Scheißegal, komm, hey, haut drauf. Yeah. Ja, komm, wir packen ihn, wir packen ihn. Das ist ein schöner Abschluss für die Aufnahme. Ah, mein Finger macht nicht mehr lange mit. Komm, wir packen ihn. Gebt nochmal alles. Ja. Gebt nochmal alles. Komm, wir haben ihn. Sehr schön. Ja, und dann sind wir wieder im Wäldchen und wow, neue Gegner, wow. Masterfrage, wie komme ich denn zurück? Indem ich Hauptmenü anklicke. Gut. Schade eigentlich auch, dass hier im Startscreen keine Musik ist und irgendwie ist jetzt alles so leise. Aber, meine lieben Tomodachis, das war ein kleiner Eindruck oder ein langer Eindruck in Forbidden Clicker Party. Wie gesagt, meins ist es nicht so ganz. Ich denke aber, ich habe ein Stück weit jetzt gelernt, die Faszination dafür zu verstehen, weil gerade wenn man halt eben die Krieger da ausbaut immer weiter und dann irgendwann selber nicht mehr viel machen muss oder wenn man sich einmischt, man dann merkt, okay, da passiert was. Ich kann das schon nachvollziehen. Meins ist es allerdings nicht wirklich. War aber ein nettes Angedaddelt in meinen Augen. Ja, an der Stelle, falls es jemand von euch an Silvester guckt, ich wünsche euch einen guten Rutsch, kommt gut und heil rüber und wir hoffen, dass 2021 sich einiges wieder bessern wird. Und falls ihr es nach Silvester guckt, dann hoffe ich, ihr seid gut reingekommen. Falls ihr es kurz nach Silvester guckt, ein frohes neues Jahr
Und ja, bleibt so, wie ihr seid. Obwohl das eigentlich ein blöder Spruch ist, weil man sollte sich als Mensch schon irgendwo weiterentwickeln. Und zu sagen, bleib so, wie du bist, ist eigentlich eher meistens nicht so geil. Aber ja, egal. Das soll hier nicht das Thema sein. Lieben Dank, meine lieben Tomodachis, fürs Zusehen. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Projekt. Bis dann und ciao, ciao, meine Lieben.